Hey Leute, heute geht es um den ISO, was er macht und was dieses viel diskutierte ISO-Rauschen ist. Und am Ende kommen wir noch drauf, wie ihr einen guten ISO für eure Kamera rausfinden könnt. Der ISO ist eine Einstellung an eurer Kamera. Habt ihr einen höheren ISO, wird euer Bild heller. Das Bild wird also verstärkt, also wird sozusagen die Empfindlichkeit eures Sensors aufs Licht verbessert oder eben verstärkt. Man kann den ISO so ein bisschen mit einem Verstärker von Musik vergleichen, denn er macht jetzt nicht das Bild lauter, sondern eben heller. Das Ganze geht natürlich nie ohne Verluste, genau wie auch beim Verstärker. Und beim ISO entsteht dabei dieses Bildrauschen. Hier sieht man ein Bild, was eindeutig zu dunkel ist. Und wenn wir jetzt nichts an der Blende und der Belichtungszeit und so weiter ändern wollen, dann müssen wir mit dem ISO hoch. Das machen wir jetzt und wir sehen klar, man sieht deutlich mehr vom Bild. Dafür kriegen wir auch mehr Rauschen. Wir haben hier mal einen Vergleich von zwei Bildern. Hier erstmal das mit einem sehr hohen ISO. Ich denke, man sollte da auch auf Mobilgeräten das Rauschen ganz gut sehen. Und dann hier nochmal das gleiche mit einem deutlich geringeren ISO. Man sieht also, das Bild leidet schon darunter, wenn man den ISO zu hoch dreht. Klar kann man in der Nachbearbeitung probieren, dieses Rauschen so ein bisschen rauszumachen. Das sieht aber nie so wirklich gut aus und man steckt da sehr viel Arbeit rein und im Endeffekt ist es doch nicht super gut. Mit dem ISO ist es so eine Sache. Er kann euer Bild retten oder euch mehr Flexibilität geben. Andererseits kann er euch auch euer Bild ziemlich versauen. Nun ist es also wichtig, einen ISO oder einen Maximal-ISO herauszufinden, bei dem man sagt, okay, da ist die Qualität so, dass ich damit leben kann. Es wird im Internet immer Leute geben, die sagen, bei dem ISO ist es schon sehr rauschig oder verwendet diesen und diesen nicht. Aber es kommt ja immer darauf an, was für persönliche Ansprüche habe ich. Geht es in meinen Videos eigentlich überhaupt nicht so ums Filmerische, sondern um den Inhalt, dann stört auch keinen wirklich, wenn das Bild ein bisschen rauscht. Will ich aber wirklich tolle Kurzfilme und vielleicht für Kunden etwas machen, dann ist es natürlich schon wichtig, dass das Bild nicht ein einziges Rauschtexturen-Mitschmasch ist. Und deshalb müsst ihr rausfinden, welcher ISO für eure Kamera gut funktioniert oder noch akzeptabel ist. Um das jetzt rauszufinden, könnt ihr natürlich anfangen zu googeln. Was wir aber empfehlen, ihr baut mal ein kleines Set auf oder irgendwas filmt ihr und dann geht ihr mal verschiedene ISOs durch und guckt, mit welchem bin ich noch zufrieden. Am besten macht ihr das natürlich nicht auf dem Kameramonitor, weil da sieht irgendwie alles meistens gut aus, sondern guckt dann im Nachhinein an eurem Computer, ist das noch was, womit ich leben kann? Guckt euch vielleicht Videos an, die ihr sagt, die sind toll. Und schaut, wie viel Rauschen ist da ungefähr und dann könnt ihr euren ISO ausprobieren. Man kann nämlich nicht generell sagen, ISO 800 ist ISO 800 und von der Helligkeit stimmt das zwar, aber nicht von dem Rauschen. Weil jede Kamera hat ein anderes Rauschverhalten und es lässt sich jetzt mal so grob sagen, dass ältere und günstigere Kameras immer mehr rauschen. Also bei einem gleichen ISO haben wir mehr Rauschen. Das Ganze wird dann meistens unter ISO Performance beschrieben und könnt ihr nachschauen, natürlich, wenn ihr überlegt, euch eine neue Kamera zu kaufen. Ansonsten würden wir einfach dazu raten, ausprobieren und schauen, womit ihr noch zufrieden seid. Das war unser Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Mal. Ciao!